Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver, die Random Nuzlocke Variante. Und heute gehen wir Richtung Ende der Nuggetbrücke, wenn mein Controller gehen würde. Geht doch. Zack. Ich? Ich habe mit den sechs Trainern nichts zu tun. Du musst müde sein nach den vielen Kämpfen. Ich habe hier auf dich gewartet, um dich zu besiegen. Großartig. Und was hast du? Ein Abra wahrscheinlich oder so, ne? Level 10. Oh, Porygon. Puh. Jetzt machst du es mir aber schwer, Dude. Was machen wir da nur? Keine Ahnung, wir sollten ihm einfach mal die Fresse polieren. Zack! Ja, 47, komm, der ist tot. Oder auch nicht. Er wird sich jetzt sowieso seinen Typ ändern. Ampere-Leuchte. Okay, wir wechseln das Pokémon. Das ist mir ein bisschen zu unsicher. Und somit merken wir, dass wir sehr schwach gegen Elektro sind. Habe ich gestern, glaube ich, schon gesagt, ne? Ich glaube schon. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Was hab ich mit Ladestrahl an? Nice Pokémon, Digga. Du bist paralysiert. Kannst du eigentlich gar nicht. Hier, komm. Easy. Ich hoffe, ich muss nicht vor Ort mit Misty kämpfen. Und ich mich mal kurz. Meine Augen werden jetzt kurz, ganz kurz nach rechts wandern. Okay. So. Bist du das Ende? Du siehst mir aus wie ein Ass-Trainer. Ganz alleine so viele Kämpfe zu bestehen, war ganz schön knifflig. Und trotzdem hast du sogar noch mit Abstand gewonnen. Hier ist dein Preis, wie versprochen. Nugget. Wow. Wobei, eigentlich ist ein Nugget verdammt wertvoll. Und jedes Mal, wenn hier ein Trainer durchläuft und die ihm ein Nugget schenken, dann müssen die aber ganz schön Kohle haben, ne? Also dann, jetzt wo ich dir beim Kämpfen zugesehen habe, kriege ich selber Lust auf ein Duell. Du musst einfach gegen mich kämpfen. Los geht's. Krihorn. Hatten wir das Thema nicht vor kurzem, wir haben kein Wasser-Pokémon mehr? Steinkante, du sollst Explosion einsetzen, damit Enrax stirbt. So war das nicht gemeint. Es war ein verdammter Scherz. Es war nur ein Scherz. Er sollte nicht sterben. Holy shit, du warst 48. Willst du mich verarschen? Drei Viertel meines Lebens abgezogen mit 48. Ne Pflanzentyp. Gegen Stein. Geh nach Hause. Wie? Was? Was bist du denn für eine Drecksau? Der ist 48! Der ist 48! Okay. Okay. Wie wollen, ja? Der ist verdammt um 48! Guck mir gerade seine Schwächen an, verzeiht mir. Das ist nur unmöglich. Er hat eine Schwäche Eis?
Er hat eine Vierfach-Schwäche gegen Pflanze. Und was hat er gemacht? Er hat die Pflanze ge-one-hitted. Ge-one-hitted. Oh, Blizzard. Das ist doch nicht dein Ernst. Das kannst du jetzt nicht ernst meinen. Wenn ich... Oh Gott. Stirb mir nicht, Sergeant Knopf. Gott sei Dank! Der tötet einfach mein ganzes Team! Mit einem 48er! Jetzt hat er auch noch einen Glutexo! Okay. Ich glaube, Onissen ist hier am besten geeignet. Ja, ich will ihn einsetzen. Diese kleine Kackbratze! Ich dreh durch. Was ist denn das? Der kommt aber mit seinem komischen 40er Pokémon an und tötet mein halbes Team. Wird er sogar noch anfangen? Ja, komm, er wird mich sowieso nicht töten mit dem Flammenwurf. Dafür bin ich zu hoch. Ich bin 8 Level über dem. 8. Und er hat 2 Pokémon von mir ge-one-hitted. Was bist du denn für ein Arsch? Legen wir mal in die Lüfte. Kannst du Flammen werfen, wie du willst. Ich komme damit gerade nicht klar. Nö. Was soll denn das? Ich bin sehr froh, dass nur 2 gestorben sind. Wobei, der Kampf ist noch nicht vorbei. Gut. Er ist 46. Töte ihn. Danke. Mann. Schillock. Wir setzen mal Tauro sein. Ich weiß, wir könnten hier perfekt Ringi einsetzen, aber sie hat leider zu wenig Leben. Und wir müssen auch mal Tauro einsetzen, damit er auch mal sterben kann. So. Sieht auf jeden Fall schon ein bisschen stärker aus als unser Noctu. Fast 10 Level, wir können ihn nicht one-hitten. 10. Wow. Bin ich verwirrt. No risk, no fun. Mega. Oho. Töte ihn. Eisstrahl ist gefährlich. Dude, der kann nicht one-hitten mit seinen 46. Pass mal auf, Nuleaf. Das war der beste Kampf meines Lebens, ja. Ich freue mich. Das war ein ganz toller Kampf. Dein Pokémon-Team ist wirklich stark. Halt die Fresse. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich 2 neue Pokémon. Was soll denn das? Da setzt der Penner einfach Erdbeben ein, währenddessen ich unter der Erde bin. Als wenn er das gerochen hätte. Weißt du? Du bist nicht Bill. Bist du hier, um meinen Enkel zu sehen? Sein Name ist Bill und er macht in Johto beruflich irgendwas mit Computern. Deshalb hüte ich hier das Haus für ihn. Mein Enkel Bill hat mir von einem Pokémon mit einer langen Schleckerzunge erzählt. Er sagte außerdem, dass es am Fuß ein kreisförmiges Zeichen hat. Hast du so ein Pokémon? Wenn ja, nö. Also schade. Hätte ich eins dabei, ich würde kommen und... Okay. Und ist dir geben. Gut, ich dachte eigentlich Misty wäre hier. Moment. Sie ist hier. Keine Sorge, Freunde, sie ist hier. Ich weiß es. Und es sieht so aus, als wäre ein Alien hinter uns. Währenddessen wir unter der Erde sind. Mit dem Fahrrad. Wenn wir schon neu starten, kann ich auch kurz was trinken.
Buttermilch. Leider vom Müller. So. Misty, du bist hier irgendwo, ich erinnere mich. Du schwuchtelst hier doch irgendwo mit deinem Kumpel rum hier. Wo ist denn die Misty? Hä? Hätte schwören können, die schwuchtelt da irgendwo rum. Sag mir, wo Misty ist. Das Kap im Norden gilt bei Mädchen als ein beliebter Rendezvous-Ort. Soll ich dir ein Geheimnis erzählen? Es gehen immer wieder Gerüchte um, nach denen irgendwelche Leute auch Misty, die Arenaleiterin, dort erspäht haben wollen. Das muss man erstmal verdauen. Wieso ist sie so hässlich? Hier ist doch niemand. Ich bin hier gerade hier durchgeradelt, ja? Und hier ist nirgendwo eine Misty zu sehen. Keine Ahnung. Wo bin ich? Hä? Das ist das Problem, wenn man durch Wände fahren kann. So. Ja gut, dann müssen wir warten bis, keine Ahnung, abends? Ich bin kurz weg, Misty, die Arenaleiterin. Ja, wo ist denn kurz weg? Ja, ich würde einfach sagen, machen wir Rocco kaputt. Da war was. Wir brauchen neue Pokémon. Da war was, Freunde. Das war doch was. Wir brauchten neue Pokémon. So, fahren wir hier kurz rüber. Hä? Hallo? Ich kann hier nicht durch die Wand gehen. Die Nuggetbrücke ist zu mächtig. Nugget, du bist mächtig. Ey, ich habe noch gar nicht nach Pokémon geguckt. Egal. Welches Pokémon kriegen wir? Ich würde sagen, wir schauen mal, wer das wird. Jetzt kommen viele und drücken sich die Daumen, dass sie nicht dran sind. Und der nächste wird Dustin. Dustin, du bist ein Tänzer. Jetzt habe ich es auch laut ausgesprochen. Ich wollte ja eigentlich warten, bis ich es gefangen habe. Gut, Superball für dich. Ein Tänzer. Habe ich damals, ehrlich gesagt, als ich das Pokémon das erste Mal gesehen habe, war das nicht so der Bringer für mich. Kann natürlich stark sein. Im Competitive ist dieses Pokémon wirklich mächtig, muss man dazu sagen. Ist ein mächtiges Pokémon. Aber ich glaube im PvP nicht so. Beutelwurm. Es lauert vorbeifliegender Beute auf, die in seine Nähe kommt. Daher bewegt es sich nur sehr selten. Und dann explodiert es in deiner Fresse. Du kriegst einen Namen. Du heißt Dustin und ich hoffe, du wirst nicht so schnell sterben wie die anderen. Das vorhin war echt nur ein Scherz. Ich wollte nicht, dass sie sterben. Aber naja. So. Das war Nummer 1. Wir haben 2 Tote. Dass Anorex gestorben ist, finde ich scheiße. Den hätten wir eigentlich noch gebrauchen können. Und weißt du, die beiden Vogel-Pokémon haben überlebt. Naja, Dustin, somit entferne ich dich aus der Liste. Ich suche mir direkt einen neuen Namen. Okay. Wir haben einen Namen. Und wir gucken somit nach dem Pokémon. Hatten wir schon. Schade.
Schade, schade, schade. Hätte ich mich gefreut, das dabei zu haben. Blutzug. Nun, ob das stimmt, dass du ein Blutzug bist, das wirst du wohl am besten beantworten können, wenn du gleich weißt, wer du bist. So, wir benutzen... Ja, was passt am besten zum Blutzug? Haben wir einen Blutball? Ah, ja, Jubelball. Der ist voller Blut. Das ist perfekt. Somit haben wir unsere zwei Pokémon gefangen. Fehlt nur noch der letzte Name und dann sind sie alle glücklich. Insekt, Käfer, Gift. Gift bedeckt seinen Körper, es fängt und frisst nachts kleine Käfer, die von Lichtern gelockt wurden. Passende Beschreibung. Einfach passende Beschreibung. Möchtest du dem Blutzug einen Spitznamen geben? Ja! Dieses Blutzug, wie schreibt man den Namen? Ich hatte gar nicht mehr offen. Da. Heißt. Zack. Ja, ich mach's jetzt absichtlich spannend. Queen Bianca natürlich, oder Bibi, besser gesagt, weil Bianca nicht raufpasst, oder? Keine Ahnung. Da steht Bibi, ich soll Bibi schreiben, also schreibe ich Bibi. So. Team Bibi. Nein, wir hätten auf Bianca kommen können. So. Bibi ist auch im Spiel als Blutzug, das nachts Käfer frisst. Weiß nicht, Julian, tut sie das manchmal? Keine Ahnung. So, wir fliegen zurück in die Stadt, werden uns einmal kurz heilen, werden die Pokémon austauschen, werden Richtung Höhle gehen und heute natürlich dann auch eine kürzere Folge machen. Erstens, weil Gamescom ist. Zweitens, weil ich trainieren muss. Ja, gut. Zumindest haben wir... Naja, ob das jetzt wirklich starke Pokémon werden, das werden wir dann sehen. Ich weiß es ja nicht. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Jo, cool. Oh Mann, das kann ja was werden. Weißt du, wir haben ein legendäres Pokémon getroffen. Was bekommen wir jetzt? Bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Da. Somit haben wir 60 tote Pokémon, Freunde. 60. Ja, tschüss, Urkiller. War mir eine Freude, dass du so schnell gestorben bist. Urkiller. Und 61. Geht leider an Enrex. Dich hätte ich gerne länger behalten. Wer hätte ahnen können, dass eine Steinkante dich umbringt als Pflanzen-Pokémon? Naja. Gut. Wir haben die 60 erreicht. 60 tote Zuschauer, ja. So schnell kann es gehen. Oh Mann. Irgendwo traurig. Ich weiß. Irgendwo traurig. Ich wechsle die Pokémon hier wieder in meine Unterwäsche. So. Dann gehen wir mal Richtung Rocco. Level 8. Ja, ich bin gespannt, wie ihr aussieht, wenn ihr durchtrainiert seid. Also wirklich. Bin echt gespannt drauf. So. Komme ich eigentlich in die Höhle wieder rein? Aber ich kann. Wie kommt man nochmal zurück? Übers Wasser? Ich meine, ich kann es mir einfach machen.
Und wir fliegen einfach mal rüber. Na, ich will nicht den Bericht angucken, Hornissen. Ich will nicht den Bericht angucken, Hornissen. Fliegen. Genau. Wir fliegen einfach hier hin und dann gehen wir durch. Einen Augenblick. Hier lang geht es nach Kanto, aber diesen Weg kannst du im Augenblick nicht nehmen. Warum nicht? Ich meine, ich kann einfach durch die Wand gehen, ja klar, aber... Wenn wir es nicht dürfen, dann dürfen wir es. Ich komme wahrscheinlich nur von hinten lang rein, oder? Der Mark ist halt von hinten, der Typ. Der will nicht, dass wir vorne reingehen. Ja, wir müssen quasi hier runter den Gifttyp töten, dann über die Zinnoberinsel nach Alabastia und dann sind wir da. Weißt du was? Wir gehen erstmal zum... Wir haben kein Pokémon, das Surfer kann. Mit ein bisschen Glück. Wir haben zwei neue Pokémon, vielleicht können die Surfer... Ich glaube kaum, aber ein Versuch ist es wert. Wir haben schon sehr viele merkwürdige Dinge in diesem Spiel erlebt. Da kann doch ruhig mal ein Käfertyp Surfer lernen, wie ich finde. Wir laufen übers Wasser. Kein Problem. Wir werden einfach übers Wasser laufen. Route 9. Gut, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir und holy shit. Und wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.